als wir gehört haben, dass DSV übernimmt die Firma, wo ich gearbeitet habe damals, hatten wir ein bisschen, es war unruhig. Klar, natürlich haben wir unsere Jobs Sorgen gemacht, ob wir dann da bleiben können. Wenn die zwei Unternehmen zusammengeschlossen werden, ist natürlich bei den einzelnen Mitarbeitern natürlich immer der Gedanke, habe ich meinen Job morgen noch oder nicht? Managers kamen und haben wir Willkommengeschenk bekommen von DSV. Und die Leute sind vorgestellt worden. Die sind sehr gut zusammen integriert worden. Die Organisation hat viel gelernt und ich habe auch wahnsinnig viel gelernt und festgestellt, wie toll es ist, mit so vielen Menschen zusammen und mit so vielen Organisationen zu arbeiten, Spaß macht. Also wenn ich darüber nachdenke, ob DSV jetzt ein anderes Unternehmen integrieren möchte, sehe ich da extrem positiv entgegen, weil wir haben das in den letzten Jahren schon gemacht und DSV ist so gewachsen und groß geworden, ist da halt so auch zum einer der Spitzenreiter geworden. Und ich sehe das mit Vorfreude, weil es kommen dann wieder mehrere Welten zusammen und man macht aus mehreren Welten oder aus zwei Welten macht man das Beste draus. Und das kann nur positiv sein für alle. Und man stärkt sich und man schwächt sich dadurch nicht. Und nach dem DSV-Übernahme könnte ich mich noch weiterentwickeln, viele Tätigkeiten sehen und ausüben und könnte ich zum HR wechseln. Und HR-Aufgaben gefällt mir und ich arbeite mit einem großen Team. Und die Kolleginnen und Kollegen, wir unterstützen gegenseitig, wir ergänzen gut und dieses soziale Miteinander gefällt mir sehr. Ich würde sagen, durch die Integration ist kulturelle Vielfalt gekommen, dass dadurch also unterschiedlich, also eine Seite die Organisation und andere Seite die also kulturelle Vielfalt, die sind zusammen sehr gut zusammen integriert worden. Und man bekommt liebe Kollegen.